Die Bausteine aller Substanzen sind Atome. Ein Atom besteht aus einem Kern, der Protonen und Neutronen enthält, und aus Elektronen, die um diesen Kern drehen. Elektronen sind negativ geladen, Protonen sind positiv geladen und Neutronen tragen keine elektrische Ladung. Dieses Modell nennt man das Atommodell von Bohr zu Ehren des dänischen Physikers Niels Bohr. Die elektrische Ladung von einem Proton beträgt ungefähr 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist die kleinste positive elektrische Ladung, die es gibt, und deshalb nennt man sie auch Elementarladung. Die Masse eines Protons beträgt ungefähr 1,67 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Die elektrische Ladung eines Neutrons beträgt 0 Coulomb und die Masse eines Neutrons beträgt ungefähr 1,68 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Wir sehen, dass die Masse eines Neutrons ein ganz bisschen größer ist als die Masse eines Protons. Die elektrische Ladung eines Elektrons ist genau das entgegengesetzte der Elementarladung, also minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und die Masse eines Elektrons beträgt ungefähr 9,11 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Wir können also erkennen, dass die Masse eines Elektrons ungefähr ein Tausendstel der Masse eines Protons ist. Diese Konstanten brauchen wir nicht auswendig zu lernen, weil sie im Taschenrechner gespeichert sind. Zum Beispiel die Elementarladung. Wir finden sie unter Const. Const ist gelb geschrieben, also klicken wir zuerst auf Shift für gelb, Klick, dann auf 7. Hier wählen wir die Kategorie von Konstanten 2, also 2, und sehen hier, dass die Elementarladung klein e mit der Ziffer 3 versehen ist, also klicken wir auf 3 und dann auf Enter. Somit finden wir die Elementarladung ungefähr 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Jetzt die Masse eines Protons. Wieder Shift 7 für konstant. Wir nehmen hier Kategorie 3 und sehen, dass die Masse eines Protons mit der Ziffer 1 versehen ist. Also klicken wir auf 1. Ist 1,67 mal 10 hoch minus 27 Kilogramm. Jetzt die Masse eines Neutrons. Wieder Shift 7, Kategorie 3. Die Masse eines Neutrons ist mit der Ziffer 2 versehen, also 2, Enter. Hier habe ich diese 9 aufgerundet, dann wird diese Ziffer 4 zu 5. Und dann aufgerundet, dann wird diese Ziffer 7 zur 8. Das habe ich mit Absicht gemacht, damit man hier einen kleinen Unterschied sieht zwischen der Masse eines Neutrons und der Masse eines Protons. Der Durchschnittsradius von einem Atom wird mit A-Index 0 bezeichnet. Man nennt ihn den Radius von Bohr. Und er beträgt ungefähr 5,29 mal 10 hoch minus 11 Meter. Auch dieser Radius ist im Taschenrechner gespeichert. Wieder Shift 7 für Konstanten, Kategorie 3, also 3. Und hier sehen wir den Radius von Bohr, A-Index 0,
mit der Ziffer 5 versehen. Also 5 ist 5,29 mal 10 hoch minus 11 Meter. In einem Atom stimmt die Anzahl Protonen mit der Anzahl Elektronen überein, so dass ein Atom elektrisch neutral ist. Da Protonen sich im Inneren eines Atomkerns befinden, lassen sie sich nur schwer vom Atom trennen. Elektronen hingegen lassen sich leichter von einem Atom trennen, zum Beispiel durch Reibung, wie in diesem Versuch. Wenn man mit dem Fell auf diesen Stab reibt, dann entzieht dieser Stab dem Fell Elektronen. So haben wir auf dem Stab einen Elektronenüberfluss, also ist der negativ geladen, und auf dem Fell haben wir einen Elektronenmangel, also ist dieses Fell positiv geladen. So. Stimmt die Anzahl Elektronen eines Atoms nicht mehr mit der Anzahl Protonen überein, ich habe diesem Atom ein Elektron entnommen, so ist dieses Atom elektrisch geladen und heißt dann Ion.